Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Harry Bovischer, der Talk. Ich freue mich riesig, denn zu mir kommt heute eine Dame, die sich mit ihrem Einblick in den Abgrund der Macht in eine gefährliche Position begeben hat. Aus Bayern geflohen, bei uns um Asyl angesucht, die ehemalige Putzfrau von Martin Döder. Freuen Sie sich auf Enthüllungen Deluxe von Frau Ilona Farkas. Großer Gott! Harry Bovischer, vielen Dank für Einladung. Herzlich willkommen, liebe Ilona Farkas. Dankeschön. Bin ich wirklich größter Fan von Ihnen, Herr Bovischer. Bovischer, bitte. Natürlich, Harry. Ilona, Sie sprechen heute bei mir zum ersten Mal exklusiv über Ihre Jahre im Haushalt von Martin Döder. Wie Sie seinen Charakter beschreiben... Wie Krokodil! Schnapp, schnapp! Also das könnte sein öffentliches Image ruinieren. Eventuell sogar seine politische Laufbahn gefährden. Das stimmt. Möchten Sie uns ein wenig mehr darüber erzählen? Sind wir im Studio sicher? Ja, keine Sorge, wir haben Security. Gut. Sie haben also als Putzfrau für die Döders gearbeitet. Also, Entschuldigung bitte, lieber Harry, aber es heißt Reinigungskraft, nicht Putzfrau. Außerdem habe ich Ausbildung zur Haushaltsmanagerin. Ach, das ist ja wirklich sehr interessant. Ja, Haushaltsmanagerin ist auch besser bezahlt. Dabei müsste eigentlich Reinigungskraft mit Gold aufgewogen werden. Ich sag nur fränkische Sprühpupser. Viel heiße Luft, schlechter Geruch und braune Anklänge. Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Döders, liebe Ilona? Ha, Ilse haben's mich genannt, weil Ilona heißt man in Bayern nicht. Na da, schau her. Gab's da noch mehr Integrationsversuche? Ja, jeden Morgen das Frankenlied singen. Und wenn ich zu spät war, musste ich zu Kreuze kriechen und drei Vater unser beten. Na das ist ja allerhand. Hat er denn sonst auch alles unter seiner Fuchtel gehabt? Die Putzmittel wollte er mir vorschreiben, aber da habe ich gesagt, bitteschön, Herr Döder, bitteschön, meinen Beruf habe ich gelernt. Und da war er einsichtig? Ich habe gedacht, ich krieg erwatschen. Wann ist Ihnen das erste Mal so richtig mulmig geworden? Wie er am Telefon gesagt hat, das Grundrecht auf Asyl muss weg. Der Wind hat sich gedreht, sonst... Rollen Köpfe. Ganz freundlich hat er das gesagt. Mit seiner Radiostimme, wo man ihn nicht anschauen darf dabei, sonst kriegt man einen Gefrierbrand. Ja. Ja. Keine Angst, liebe Ilona. Bei uns bekommen Sie Asyl, zumindest vorläufig. Wenn er seine Samtstimme und sein Krokodillächeln aufsetzt, dann kommt er mit allem durch. Und es wurde immer schlimmer. Schnappt er sich das Artenschutzgesetz? Das hat doch diese kleine Partei angeregt, die ÖV. Nein. Die ÖDP. Die ÖDP wollte die Arten schützen. Und der Döder hat dann so getan, als wäre er für die lieben Bienen. Dabei zertritt er jeden armen Wurm mit großem Genuss. Er hat eben ein gutes Gespür für die Zeichen der Zeit. Eher für die Zeichen der Macht. Was man sagt, ist das eine. Aber was man für Macht macht, was ganz anderes. Sie sind eine richtige Philosophin, Frau Ilona. Aber stimmt, an sich reißen, verwässern und sich als Held aufspielen, das kann dann jeder. Aber keiner kann so gut wie Döder.